In dieser Folge suchen wir und suchen und suchen und werden wir irgendwann fündig? No. Und damit herzlich willkommen zu Tomb Raider 2. Wir spielen Remastered, sind auf dem Wrack, Schiffswrack der Maria Doria angekommen und müssen uns hier irgendwie... Ha! Mhm. Ja. Schon keine Lust mehr? Lasst uns doch einfach irgendwas anderes spielen. Ey, Mann, wenn man nicht von 12 bis Mittag denken kann, ja? Okay, nochmal. So. Also das ist echt richtig gut gemacht. Ich finde in der... Kommen wir da weg? Ja. Mhm. So, sind die Fronten geklärt? Kommt da jetzt noch was? Nee, okay. Ach ja, genau. Da war ja das Geheimnis. Da war doch was. Okay, wir haben ein Geheimnis gefunden. Aha. Und sind auch nur ein bisschen dabei gestorben. Ja. So. Also. Da haben wir doch gleich schon mal was gefunden. Ist ja ein Ding. Okay. Das sieht... Also sind wir hier jetzt immer noch auf diesem... Schiffswrack oder geht das ineinander über? So eine Basis in einen Schiffswrack? Weil das wirkte irgendwie, das hier wirkt eher wie so ein Tanker aus den 80ern, keine Ahnung. Und das Schiffswrack wirkte eher wie irgendwie um die Jahrhundertwende oder die goldenen 20er oder sowas. Ne, so à la Titanic. Von daher wundert mich das so ein bisschen. Ist hier jemand? Hallo? Hä? Das sieht sehr komisch aus. Was ist das? Jetzt ist man hier so kompliziert hin und jetzt geht's nicht weiter? Nee, das ist so eindeutig. Okay, ist eine Tür. Man kann ein bisschen durchspickeln. Es ist eine Tür. Aber wir kommen nicht rein. Hm. Zerschießen lässt sie sich auch nicht. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Wir haben den halt nur nicht gesehen. Ich meine, es ist auch irgendwo ein bisschen dunkel hier. Hm. Ist hier irgendwo ein Schalter? Vielleicht müssen wir echt an einer anderen Stelle erst ein Geheimnis lösen. Hier geht es immerhin weiter. Sind wir aber auf einem Boot? Natürlich auch cool. Irgendwie voll cool. Was Boote angeht, habe ich ja mit Tomb Raider 1 schon noch so einen Schaden. Okay, aber das scheint eher diese Tür hier zu öffnen. Oder auch nicht. Okay, wahrscheinlich muss man das Wasser ablassen. Versuchen wir das mal so. Okay, das ging. Ah, nochmal zu Tomb Raider 1. Das war ja richtig dämlich. Man konnte, vielleicht war ich nur so blöd, aber man konnte in die Boote nur von bestimmten Stellen einsteigen. Also irgendwie, dass du von oben reinhüpfen konntest oder so oder von der Seite rein. Aber sobald du außerhalb warst, keine Chance. Ne? Du hast dein Boot überall parken können, überall aussteigen, aber einsteigen konntest du nur vom Rand aus. Also so richtig dämlich. Also konnte man diesem Level wirklich komplett verkacken. Okay. Okay. Das ist natürlich auch so ein Ding. Okay. Wir sind stark und kommen hier hoch. Und haben noch einen Hebel. Okay. Ist jetzt nicht wahr.
Die hatten doch eine wahre Freude hier beim Programmieren, oder? Ich kann mir schon so ein Brainstorming vorstellen. Was haltet ihr von so einem Level hier? Kennt sich da jemand aus? Ist jemand vielleicht zufällig aus der Branche? Reicht das? Okay. Wir holen hier nochmal. Das Geheimnis? Aha. Okay. Und jetzt? Nochmal ab zum Boot. Das kennen wir uns ja schon ein bisschen aus. Mal diese Fake-Leitern hier überall. So viel zu, wir kennen uns aus. Okay, hier ist er. Hä? Nee. Was? Doch, das ist der Hebel? Der sah gerade aber ganz anders aus. Ist das auch der Hebel oder gab es jetzt mehrere? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber es sieht schon smooth aus, wie sie hier im Vergleich zum Anfangs-Dingens von Teil 1. Sieht das hier schon richtig cool aus. Okay. Auch hier. Betätigen wir einen Hebel. So. Nochmal. So. Und jetzt? Ja, was habt ihr gedacht? Denkt ihr, ich mache das jetzt dreimal, viermal? Okay. Also es ist nicht ganz so, wie ich erwartet habe. Okay, so. Ey, ich habe in der Zwischenzeit, ich dachte gerade, wie lange muss ich das noch machen? Ich habe in der Zwischenzeit schon wieder vergessen, dass die Klappe ja zugeht. Okay, jetzt hat sich eine andere Klappe geöffnet. Fieserweise. Okay, wir springen hier über diese. Okay, kommen wir hier überhaupt wieder hoch? Ja. Okay. So. Also dann. Wir sind lernfähig. Hm? So ist nicht. Also, ja. Hier sind doch. Krass. Zum Glück sind wir echt. Zum Glück gibt es hier keine Kopfschüsse. Weil. Die schießen so gut. Die treffen jedes Mal, wenn die. Also okay, wir haben ja auch diese Autozielfunktion, von daher will ich mich eigentlich auch nicht beschweren. So, hat er was verloren? Das ist ja ungewöhnlich, der hat gar nichts verloren. Eigentlich verlieren die doch immer was. Okay. Das sieht ja auch nett aus. Und auch hier wieder dieses Design, ne? Vom Schiff auf dem Kopf. Ich feiere das so, das ist so cool. Wir laufen echt auf den Decken. So cool. Gruselig, aber cool. So, wir müssen mal gucken, wie wir hier jetzt am geschicktesten runterkommen. Da hinten was? Da schießt doch schon wieder irgendjemand auf uns. Ach. Ja, okay, den haben wir getroffen. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Wir können uns hier. Nee, das war nicht gut. Ich wollte gerade sagen, wir können uns ja dranhängen, aber ja, das probieren wir nochmal. Okay. So. Hier müssen wir die jetzt wieder niederschießen. Auch der verbissene Gesichtsausdruck von Lara. Witzig. Treffen wir da jetzt überhaupt was? Da läuft doch noch jemand. Man hört es zumindest. Und nicht wundern, ich mache zwischendurch immer mal ein paar Screenshots. Weil ich brauche ein bisschen Futter für die Thumbnails. Also nicht wundern, wenn ich da immer mal so ein bisschen komische Sachen mache, die so wenig Sinn ergeben. Also immer. So. Ich habe immer eine Ausrede für... Ah, alles.
Jetzt hätten wir den ja fast noch getroffen, ne? So, das ist jetzt hier. Okay. Man hat ja unsere Beine gerade gesehen. Wie kommen wir da jetzt dahin? Vielleicht doch dranhängen und rüber? Und schon ist das Licht aus. Da müssen wir hin. Es war doch da. Da. Wie kommen wir da hin? Der ist zu weit weg. Den finden wir nicht. Doch, jetzt hat man. Der liegt. Okay, cool. Das sollte hier den Raum geklärt haben. Ist nicht ganz so nervenaufreibend wie jetzt so ein Final. Ach, Final. Auch nicht. Wie so ein Resident Evil 4 oder egal welche Folge. Oder welcher Teil, Entschuldigung. So, hä? So geht's auch. Warum? Ist das jetzt eigentlich nur dazu da, dass man wieder hochkommt? Dass man so schräg springen kann, ist, ja, habe ich irgendwie. Ja, verlieren die nichts hier? Doch, der. Aha. So, da ist noch ein Schalter. Gucken, was jetzt passiert. Aha, damit ist das Wasser weg. Hoffen wir mal, dass das Boot jetzt nicht genau vor der Luke liegt. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Obwohl, es glitscht sich vielleicht so durch. Vielleicht erstmal da drauf und dann. Aber dann geht es auch wieder nicht, ne? Wie kommen wir jetzt hier hoch? Kurz geguckt, ob die wirklich nichts verloren haben, aber sieht so aus. Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum an der einen Stelle das Ding so also aufgegangen ist. Das kann ja nur bedeuten, dass man hier auch irgendwie hochkommt. Gucken wir nochmal in der alten Grafik. Vielleicht kann man hier mehr erkennen. Können hier wieder runter. Hier irgendwas? Da unten sind Haie? WTF? Cool. Mist. Wie kommt man denn da runter, ohne dass es einen aufspießt? Kann man hier auch die Haie sehen? Okay. Aber da ist doch gerade das aufgegangen. Wo ist denn das? Ich sehe das gar nicht. Da, das war da. Ist das jetzt wieder hochgegangen? Nee, das ist doch da aufgeklappt. Warum haben die das so komisch gemacht? Das macht mich voll stutzig. Ach, wir haben das noch gar nicht gemacht gehabt. Okay. Ja. Hey, manchmal. Okay, so geht's auch. Ach, da. Ach, Hilfe. Ah, das ist so dämlich, wenn man nicht speichert. Das reicht aber auch nicht. Ich meine, der Schalter ist oben und man kann auch ohne runterspringen. Dann muss es doch jetzt eine Möglichkeit geben, wie man wieder hochkommt. Das kann doch Aha. nicht sein. Also, es kann eigentlich nicht daran liegen. Hier drücken wir gerade noch das Boot, legen wir das mal trocken. Okay. Ist auch eine richtig gigantische. Dingens hier. Cutscene.
Das ist, glaube ich, eine schlechte Ecke. Keine gute Ecke, keine gute Ecke. Und wir machen das jetzt nochmal. Wir machen das wahrscheinlich noch ein paar Mal. Stecken aber mal die Waffen weg. So, jetzt drücken wir hier nochmal drauf. Wundern uns, weil das so komisch aussieht. Okay. Ah, da liegt ein Schlüssel. Ah, aber den brauchen wir noch gar nicht. Wir sammeln mal alles ein. Aha. Drücken hier drauf. Also das ist echt ein Problem, wenn man hier immer wieder verreckt und nicht speichert. Ich kann es nur sagen, speichern echt mein Endgegner. Ich habe da wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Na gut, also wir machen jetzt hier mal weiter. Aber hübsch ist es, ne? Das müsste jetzt eigentlich die Decke sein. Also hatten die quasi eine Glasdecke, wo sie dann hoch durchschauen konnten. Voll schön. Und da unten schwimmen die Viecher. Kann auch noch mal die Fenster anschauen. Die sind ja auch falsch rum. Feier ich. So kann man mich mit kleinen Dingen wirklich glücklich machen. Und die Kronleuchter, alles ist falsch rum. Kann man jetzt das Wasser wieder reinlassen? Nee. Oder haben wir das jetzt zum ersten Mal gemacht? Hä? Okay. Okay, lassen wir mal so. Das ist jetzt... So. Laufen wir noch mal da lang. Was? Aha. Also muss man doch da hoch. Und wenn man den Schalter nicht drückt, übernimmt das Spiel dann, damit man hier nicht festsitzt? Komisch. Ach, man konnte vielleicht... Nee, es kann ja auch nicht sein, oder? Dass man erst hochkommt, wenn man den Schlüssel eingesammelt hat. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Egal. Wir haben das, was wir brauchen. Planlos auf der Maria Doria. Aber so kennt man's. Wer irgendwas mit Plan sehen möchte, der kann sich ja das Walkthrough anschauen. Da bin ich, glaube ich, etwas... oh Gott. Geht das jetzt auf? Ich kämpfe mich mal kurz hin. Mit meiner Lieblingspanzersteuerung. So, jetzt geht das Ganze. So. Wir gönnen uns. Und speichern nochmal. Und schauen uns hier mal an. Mich wundert es hier nicht auch wieder. Oh Gott, ey, ich habe mich gerade vor meinem eigenen Schatten erschreckt. Aber das war ja nur... Komm jetzt hier. Ich denke jetzt jedes Mal, dass hier irgendwelche Drecksfässer kommen. Das ist schon irgendwie gruselig. Also es ist... Hier sieht man mal wieder nichts. Okay, hier kann man drücken. Ansonsten sieht man hier nicht so viel. Hier sind Lampen am Rand. Kann das Fenster mal durchschieben? Wieso kann man diese... Was ist das denn für Qualitätsglas, was du hier nicht durchschießen kannst? Okay. Die Sachen hat man ja von innen schon alle gesehen. Da waren wir schon drin. So. Sag mal, hier haben wir auch schon gut aufgeräumt. Ach Gott! Shit!
Da ist noch irgendeiner, der schießt. Wo ist der? Ja, wir haben. Hat der? Ach, da oben sind Harpunenpfeile, egal. Die brauchen wir jetzt nicht zwingend. Und hier haben wir noch Munition. Aha. Und hier hört man wieder das. Ich kann das gar nicht so gut. Okay. Na, okay. Aber sie kriegen, nehmen wir sie doch. Wenn wir das irgendwie gebacken kriegen. So. Aha. Okay. Aber wenn das Ding andersrum ist. Also wenn das Schiff richtig rumliegen würde, dann ist es quasi eine Bodenklappe oder so gewesen, ne? Muss ja so sein. Wenn die jetzt in der Decke ist. Wir ziehen uns erstmal hoch und sind im Dunkeln unterwegs. Okay. So, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Nichts. Mist. Okay. Hier gab es doch diverse Schalter und Kram, ne? Wo ist denn das Stuff? Gehen wir mal auf Suche. Aber echt witzig, wie sie die ganze Zeit hier barfuß unterwegs ist. Hat sie ihre Klamotten jetzt eigentlich dort gelassen? Oder sind die im Rucksack drin? Dein ist ein Geheimnis. Ha! Hä, was ist das? Kommt man da hoch? Ein bisschen näher ran? Nee. Oh. Was ist das eigentlich mal gewesen? Hier muss es doch irgendwelche Schalter geben. Also wir haben jetzt so einen Schlüssel gefunden. Der muss doch irgendwo rein. Irgendeine Maschine. Da ist was. Ah, und hier sind alles lauter Lampen. Dachte ich zuerst, das wäre ein Schloss. Aber das sind ja lauter Lampen. Warum kommt die Musik so, als hätten wir hier was ganz Tolles entdeckt? Es gibt immer so Hinweise. Hier können wir rüber. Okay. Fragt mich. Fragt einfach nicht. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Okay. Machen ein bisschen Tanz. Schließlich ist es ein Ballsaal. Dann können wir auch ein bisschen tanzen. Nee, beim besten Willen nicht. Aber immerhin. Es hat so ein bisschen was von einem Trainingsparcours.
Okay, so. Das dürfte nicht passen. No. Ja, genau. Du sagst es. Wir schauen hier mal ein bisschen weiter. Oder waren die alten Schiffswracks, sehen die auch wirklich so aus, dass die nur so pompös 20er Jahre in ihren, also in den Ballsälen nur sind? Und ansonsten sieht das so aus. Einfach solche Metallen wie so ein Frachter. Ist jetzt echt die Frage. Die Titanic zum Beispiel war ja auch aus Metall. Und die ist von 1920. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr auf das Video hier aufmerksam geworden seid. Jetzt sind wir auch schon weit über die Hälfte von der Folge, vermute ich. Das ist jetzt, dass wirklich jetzt nur noch die Leute zugucken, die da auch wirklich Interesse dran haben und nicht nur die Klicker, die nach 10 Sekunden dann wegschalten, was ja auch okay ist. Man kann ja jeder selber entscheiden, wie er seine Zeit verbringen möchte und was er schauen möchte. Aber wie seid ihr denn hier aufmerksam geworden? Also kriegt ihr da eine Benachrichtigung oder sagt der, also kriegt ihr es vorgeschlagen oder sucht ihr den Kanal oder sucht ihr speziell das Spiel? Würde mich mal interessieren. Das finde ich immer doof, wenn dann im Endeffekt nichts mehr passiert, wenn man ein zweites Mal drauf drückt. Also sag mal so, wenn wirklich nichts mehr passiert und man es nicht kaputt machen kann, in dem Sinn ist ja wieder in Ordnung. Aber tendenziell ist es ja dann eher so, dass man wieder irgendwas ausschaltet. Okay. Also ich würde mich nicht sehr wohl fühlen, hier barfuß durchzurennen. Das hat schon sehr was von einem Horrorfilm. Also davon mal abgesehen, das ist, finde ich, die Vorstellung, dass wir hier irgendwo unterirdisch sind, finde ich auch sehr krass. Ja, ja, ist ja gut. Ich versuch's ja. Ach nee, komm auch gar nicht ran. Muss man irgendwie von der anderen Seite ran. Huh. Oh. Huh. Na gut. Ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man da drüber springen kann. Das sieht mir ein bisschen arg eng aus. Oh. Das Ding, aber andererseits, das nutzt einem ja trotzdem nichts, ne? Auch wenn das so komisch ist, was auch immer das sein soll eigentlich. Wenn man es mal rumdrehen würde. Hier sind wir oben durchgebrochen, oder? Kann es sein? Diese zerbrochenen Stücke am Boden. Da hinten war jetzt noch ein Wasser. Oh, ist hier irgendwas? Hm. So. Lang gehegter Wunsch. Machen wir mal kurz ein bisschen Licht. Okay. Oh! So, leuchten wir hier erstmal ein bisschen aus. Gucken uns das Ganze ein bisschen an.
oben kommen wir definitiv nicht mehr rein oder nicht mehr hoch. So. Dann. Hier gibt es auch nichts. Da hinten, das sieht ein bisschen komisch aus, als ob man da hoch könnte. Aber wir kommen. Ah, kommen irgendwie auch nicht rüber. Doch, jetzt. Ha, da oben sieht schon komisch aus. Okay. Ja. Coole Schattenbilder. Ja, so mit Silhouette. Pures Schwarz. Okay, wir machen noch eine. Kommen wir da durch? Nee, da oben geht's auch weiter. Das glaube ich nicht. Dass das hier irgendwie von Erfolg gekrönt ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir kommen hier hoch. Oh. Wir haben gerade Medipack genommen. Oh. Wer war das denn, Dolph Lundgren? Oh, jetzt haben wir unser Ding fallen lassen. Okay, wir tun Dinge, die wir so tun und schauen hier mal weiter. Okay, hier scheint es nur einen Weg nach unten zu geben. Gehen wir hier mal rein. Das sieht auch so strange aus. Was ist das hier? Oh, da sind wir. Ich komme hier wieder raus. Aha. Gar nicht. Okay. Was? Wer schießt auf uns? Nein! Das verschafft uns mehr Zeit. Wer? Wo? Hä? Nee, hier nicht. Andere Seite. Okay. Jemand hier oben? Nee. Doch. Kommt der? Hä? Wo kommt der her? Haben wir irgendwas übersehen? Ich meine, andererseits, wir befinden uns auf dem Meeresgrund, ja? Logisch, dass es hier extremst dunkel sein muss. Weil was soll es hier denn für Lichtquellen geben? Von daher wundert es mich, dass man hier überhaupt was sieht und dass wir nicht standardmäßig mit Fackel rumlaufen. So, aber das ist doch schön, oder? Das hat doch sicherlich viele glücklich gemacht, dass wir das Geheimnis geholt haben. Okay. So. Sind wir hier eigentlich hergekommen? Oder geht's hier weiter? Ich weiß das gar nicht. So ein bisschen bekannt kommt mir das schon vor. Da die Luke auf ist, vermute ich mal, wir sind hierher gekommen, oder? Ja. Hier liegen zumindest tote Leute. Ah. Das ist ja ein Ding. Okay, und jetzt? Toll. Wo sollen wir denn jetzt die anderen finden? Hä? Wie viel haben wir denn? Ach so. Den kann man mehrfach benutzen? Nein. Nee. Ach, zwei haben wir gefunden. Wir haben zwei gefunden? Okay. Wüsste ich jetzt nicht. Aber gut. Ihr könnt ja mal reinschreiben, in welcher Folge ich das Ding gefunden habe. Ja, also das zweite oder das erste, besser gesagt. Das zweite, das habe ich ja jetzt noch auf die Reihe gekriegt. Aber, na gut.
So, dann haben wir das jetzt auch mal geschnallt. Und schwimmen hier wieder zurück. Ey, das ist gar nicht so angenehm. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man so No-Brainer ist, ne? Auf der anderen Seite ist das... Ja, ich bin gespannt. Werden wir den zweiten Schlüssel jemals finden? Kommen wir jemals hier aus diesem Schiffswrack raus? Wir finden es heraus beim nächsten Mal. Ciao.